Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Es ist Zeit für das zweite Labyrinth, genau. Und ich habe noch ein paar Items gefunden in der Gilde. Ich nehme aber wirklich nur die Sachen, die ich wirklich auch gebrauchen kann. Und nämlich, genau, da müssen wir noch, genau, dann schaue ich, zeige ich euch noch die zwei Sachen. Da fehlt ja uns leider noch die eine Challenge. Okay. Nämlich Caspis Malis ist drin. Bei Schwert. Und also Caspis, nämlich Caspis. Hat nämlich das, Spell, also Zauber, Kältezauber triggert werden, wenn man zuschlägt mit dem Schwert. Und das alle 15 Sek 0,15 Sekunden, also ja, 15 Hundertstel. Dann 150 Hundertstel. Genau, weiß ich das nicht mehr so genau, wie man es rechnet. Und hier drüben bei Leveling Stuff ist ein Sockel. Ja, nicht mehr Tabula Rasa, sondern ja, zu einem rare Item umgecorrupted. Und hier haben wir auch noch eine mit 6 Sockel, aber die falschen, wir brauchen so einen grünen, brauchen wir noch einen blauen und deshalb können wir es nicht verwenden. Aber es ist nett. Energy Shield, Life ist sehr nett. Können wir aber überhaupt nicht gebrauchen. Gut, also wir müssen eigentlich jetzt, ja. Beginnen mit Akt 7. Gut, da haben wir nicht mehr. Ja, also. Eben der Bild ist ja mega leicht. Habe ich nie Probleme bisher gehabt. Und deshalb schaffen wir da auch relativ schnell nach oben zu kommen. Ich werde jetzt auch mehr Path of Exile Parts bringen. Wahrscheinlich einen. Zwei pro Tag, aber einen Last Epoch und Regnum Part. Und ich weiß nicht ab wann, aber ich werde natürlich auch noch einen Part Minecraft bringen vom Server. Isaltis Server. Weil ich momentan einfach gesundheitlich nicht streamen kann, leider. Es wird einfach zu schnell, wird's bei mir einfach kratzig im Hals. Und auch das ganze Zeit sitzen ist nicht gut für mich. Ja, wir müssen da noch einen Tempel finden. Ah, da ist es. Okay. Im Tempel hat es da ein Item. Ein Sable Locked. Okay. Gut. Ja, mir macht das Spiel so viel Spaß, da kann ich zwei oder sogar drei Parts pro Tag bringen. Ich werde aber auch bald wieder mehr Sport machen müssen. Also es kann dann wieder sein, dass es dann irgendwann mal wieder weniger gibt. Aber sie werden ja verlangt. Also wenn es zu viel gibt, einfach mal schreiben. Wenn es euch stört auf irgendwelche Art und Weise. Ja. Ah, dieser Ding, Arachnobot, der hat mich so ein bisschen abgelenkt jetzt gerade. Ich dachte schon, hä, muss ich in die Richtung gehen? Was mir hier anzeigt, aber nö, das ist nur die Richtung vom nächsten Gegner. Gut. Bin ich gar nicht mehr so gewöhnt an dem. Genau, und hier haben wir die Spectres wieder von Ewigkeiten geblockt, aber wir waren nie in diesem Gebiet in Akt 2. Jo, jetzt blockt es auch. Hier natürlich ist das gleiche Gebiet wie in Akt 2. So, wir wollen ja Damage machen. Deshalb hier oben nach links gehen. Genau. Die Kugelblitze sind unglaublich schnell. Ich habe mir Kugelblitze immer so mega langsam vorgestellt. Aber das war damals natürlich auch noch ungenervt. Jetzt ist einfach die Beweggeschwindigkeit viel, viel höher. Für mich ist es eher ein Buff. Irgendwas ist gedroppt hier. Wo?
Dieses Bullen. Ah, das ist einfach. Das ist das Item. Was hat er hier bei ihm gemacht? Ah, die können wir eigentlich auch schon machen. Challenges, die geben nämlich gute Items. Schon recht früh. Irgendwas aus Boeing gemacht. Was war das? Ich sehe leider kein Item. Ich habe hier rechts übrigens eine Reflexion vom PC. Der PC ist neben dem Bildschirm. Vom LED, also ja. Neon. Also nicht genau, was es ist. Ja. Hier ist doch irgendwie ein Item gedroppt. Aber wo? Hier oben noch? Irgendwas hat Boing gemacht. Also scheinbar nichts Wichtiges. Und vielleicht irgendwo hier. Muss mal kurz das Mikrofon wieder richtig hinmachen. So. Das ist ein bisschen zu weit links gewesen. Ich denke immer, ich bin zu weit weg vom Mikrofon. Ja, ist schon ein Riesenteil. Also mega gute Qualität irgendwie. Also ein bisschen bin ich auch enttäuscht, dass es nicht gerade so extrem wuchtig ist. Aber das kann man sicher auch noch einstellen. Ich würde sogar das nehmen. So ein Monster Pack Size brauche ich nicht. Ja, der Schaden ist noch wirklich gering. Jetzt gehen wir hier rüber. Der Unbreaking Queen's Spectus ist noch vom anderen Gebiet. Ein bisschen zu langsam habe ich das Gefühl, wenn ich hier mehrmals laufen muss. Nein. Ist recht aus. Okay. Wo sind die anderen Gegner? Da oben noch. Ah, wahrscheinlich hier drin. Ja. Zu spät, aber ja, wir sind halt noch nicht so stark. Vom High Damage, also vom oberen Damage. So. Also eigentlich ist ja. Okay, die Level haben wir gar nicht bekommen, weil wir hier noch nicht rausgefunden haben, was es ist. Noch nicht geprockt haben. Schade. Hat jetzt wirklich noch nichts gebracht. Gut, aber die Spectre muss ich noch suchen. Okay, diesen Ram. Currency Item, ja, sind meistens nicht gut. Das haben nämlich den unten. Ich glaube, ich sollte das noch nicht machen, weil die Architekten, die sind ein bisschen zu zäh. Ja, vielleicht einfach probieren. Es kann wirklich sein, dass wir da sogar sterben irgendwann mal. Weil eben dass die Leaked Contents, mit den Leaked Contents sind meistens ein bisschen schwerer für den Kampagnenstand. Was wir auch machen müssen, ist vor der, also nach der Kampagne eigentlich zuerst noch das Labyrinth machen. Das habe ich dann die letzte Season, letzte Liga eigentlich noch vergessen zu machen und dann hatte ich erst später dann ja, meine Vorzüge vom dritten, also es ist schon wichtig, dass wir das nehmen. Was war ich für eine Klasse? Necromancer. Ja. Gut, nicht verbinden können. Ist jetzt eigentlich gar nicht gedroppt. Ich habe einfach nicht aufgemacht, scheinbar. Ja, ist ein bisschen stressig. Ja, eben, ja, noch lohnt sich natürlich, die Tempel nicht komplett zu machen.
Macht einfach so viel ihr könnt. Oder einfach die Items aus diesen Challenges. Und dann geht alles gut. Weil es droppt eben auch jetzt nach der Challenge nicht viel Gutes. So. Ja, wo kommen jetzt die Spectres? Muss doch irgendwie die finden. Das ist wahrscheinlich ganz am Schluss. Ja, da oben. Aber zuerst den Boss, Mann. Da ist der Gebietsboss. Nicht ganz hier. Eigentlich immer in so einer Kirchenruine. Also, ja, auf einer Ruine. Kirchenruine kommt ja erst. Ah, nein, das ist die Kirchenruine, ja. Dann haben wir den Boss irgendwo, die andere Ruine, irgendwo vergessen. Ja, ich will jetzt eigentlich den gar nicht machen. Aber ich suche noch die dritte Challenge. Da, okay. Sehr gut. Wo ist denn der Gebietsboss hier? Weil ich finde ihn so toll. Hat auch so ein komischer Necromancer-Konstrukt-Zeugs da. Die da Bluten machen in 3C, sagt 4. Ja. Aber wo ist er? Ja, ich suche ihn jetzt nicht. Da unten. Okay. So, Resistenzen weg, dafür Lightning Damage, ja, sehr gut. Ist ja nicht so stark. Also Lightning Damage und Fire Damage verstärken, tun dann Bosse und so rocken. Genau, muss wahrscheinlich Level 3 erreichen dort. Also vom Raum. Und dann bekommen wir, glaube ich, ein Unique, spezielles Unique über. Ja. So auswendig kenne ich es jetzt auch nicht. Okay, wieder kein Stein. Okay. Doch, einen haben wir, sehr gut. So. Diesmal auch ein paar bessere Items. Ja, wenigstens ein. Okay, Beats. Ja, also. Dann müssen wir hier in Krypta unbedingt die Challenge noch machen. Okay, sehr gut. Direkt das Labyrinth machen. Ah, der kommt auch noch, sehr gut. Und direkt mal ein Bestiari-Gegner. So langsam haben die schon echt viel Leben. Ich weiß noch, manchmal in den T5 bis 10 Maps, also die gelben, extremst viel Leben. Fast nicht mehr tötbar, wegen vor allem der Lebensregeneration. Und ja, ich weiß nicht, ob jetzt dieser Bild jetzt gerade gut ist für solche Gegner. Aber, ja. Genau, hat auch kein Frost. Wie heißt der Zauber? Frostbomb benutzen. Wir müssen das irgendwie anders schaffen. Lebensenergie, Lebensregeneration zu behindern. Oh, das dauert noch lange. Leider. Ist ja gut so, dass das Spiel schon sehr lange dauert.
Ich habe nie, aber ich irgendwie Langeweile vor Grinding oder so. Einfach krass, wie viel Motivation so ein Spiel bringen kann. Jupp. Aber eben komme ich halt zu wenig zum Spielen. Also jetzt muss ich leider ein bisschen mehr Parts bringen. Livestreams werden ja bei mir leider auch. Boah, ist gestorben. Ich muss ein bisschen besser auf die Boden schauen, wo die sich bewegen. Ja. Aber wir sind immer noch nicht gestorben. Aber es wird bald soweit sein. Damage over time Rank 1, sehr gut. Also jetzt machen wir das noch fertig mit dieser Quest. Also Map holen. Und danach tun wir das mit dem Ding machen. Mit dem Labyrinth. So, Resistenzschrein, sehr gut. So, der droppt nichts. Manchmal droppen die bestialen Gegner zu langsam. Also, man muss es richtig eingesaugt haben zuerst, bevor es wirklich auch druckt. Also, es droppt. Ja, das überlasse ich immer ein bisschen. Aber die Drops sind jetzt nicht immer so gut. Aber ich habe ja relativ viel Bestiary Crafting gemacht und ein paar Items ja auch gefunden. Im letzten Part habe ich die Items ein bisschen gezeigt, vorgestellt. Also vor allem Unix sind recht viel rausgekommen. Ja, lohnt sich manchmal schon sehr zu machen. Okay, leider kein Quality Game. Das ist Defiance Banner, sehr gut. Vielleicht denen auch wieder ein bisschen mehr droppen. Gut. Aber immer wieder einsammeln, sonst haben wir keinen Schutz. Außerhalb von der Reichweite haben wir dann keinen Schutz. Gut ist auch Ice Nova von den Strongboxes nicht mehr so mega stark. Ah, und das sind auch die anderen Gebiete. Unten waren im Gebiet und die haben wir gesagt, machen wir nicht mehr. Erst dann vielleicht wieder in den Maps. Sind einfach nicht rewarded. Also die Map haben wir, ja. Okay. Haben wir noch den Bestiari-Gegner? Irgendwo Bestiari. Ich will sie immer fertig machen, da wir dann einfach noch ein bisschen Reward, also ja, diese Punkte bekommen für die Items. So. Mission complete. Wie viel Reward? Steht das nicht? Sei steht das hier irgendwo? Ja, wahrscheinlich bekommen wir, weiß nicht, manchmal 1000 oder so. Damit kann man einfach optische Gegenstände für das Hideout bekommen. Also die Währung, Reputation, glaube ich. Die Währung für diese optischen Gegenstände. Jo. Animal haben wir eigentlich ja schon ein paar Mal gemacht. Atom and Liberty. Ja, gehen wir beide Orte nicht so schnell hin. Könnten wir eigentlich jetzt noch machen. Also ja. Genau, Less Duration mache ich nämlich nie mit. Ich brauche mehr Duration. More Duration. Fire Game brauche ich auch nie. Also so auf Dreier-Slot-Sachen, also Einhandwaffen und so, nehme ich nie diese Sockel. Also ich benutze sie nie.
Genau, Kikeratsu 2, Kikeratsu Ringe. Und die gibt es leider immer noch nicht. Nee. Ist, glaube ich, so ein blau- oder silberner Ring. Genau weiß ich es nicht mehr so. Oder ist ein bisschen gelb noch. Irgend so etwas. Also, wir haben 20 Minuten. Also, das eine war Liberty. Oder Library. Genau. Da muss irgendwo einfach ein Buch, also zum Beispiel jetzt sieht man auf der Minimap ein Buch, irgendwo sein. Vielleicht ist es das Gebiet, ja. Das ist das Buch schon. Sehr gut. Und jetzt haben wir schon. Und dann gehen wir noch in Akt 6 zum Südwald. Southern Forest. Sehr gut. Geht ja auch sehr flüssig. Ich mag es manchmal, wenn es so richtig schnell geht. Eben kein Anspruch, aber ich hege ja nicht unbedingt. Mir ist es egal, ob das Spiel mega leicht ist oder mega schwer. Ist es mir völlig egal. Ich spiele das Spiel trotzdem. Schwierigkeitsgrad hat bei mir gar keinen Einfluss eigentlich. Natürlich ist es ein bisschen motivierender. Aber ich habe immer so mega Motivation, etwas zu spielen. Und ja, mir fehlt einfach die Zeit. Weil ich natürlich ein Vollzeitsportler bin. Also wirklich ein ganzer Tagsportler. Ich mache immer sehr viel Sport. Jetzt habe ich erst kürzlich auch nochmals meine Liegestützenhelfer. Also das sind so krumme Stangen, gekrümmte Stangen, wo man einfach ein bisschen weiter oben bei Liegestützen sitzt. Und jetzt kann ich dann die ganze Zeit wieder Liegestützen machen. Und ja, habe dann auch wieder bessere, breitere Oberarme. Jo, jetzt habe ich noch etwas mehr zu machen. Ja, und dann gehen halt einfach Livestreams momentan nicht. Also ich bekomme halt einfach nicht genügend Erfolg, weil ich keine Werbung mache. Kann man einfach nichts machen, es lohnt sich nicht für mich. Und deshalb einfach wieder schauen. Wenn wirklich live mich sehen wollt, einfach sagen. Dann mache ich mal für euch an eurer Zeit, wenn ihr mal Zeit habt zuzuschauen, mache ich gerne ein Livestream. Gut. So. Ja, aber die Feralot, die sind jetzt auch weg. Also jetzt gerade ein hat's gemacht. Jetzt ist es abgeschlossen. Gut. Ich dachte schon, ich finde die nicht mehr. Die restlichen. Ah, wir haben es geschafft. So. Gut. Dann eben noch mehr Blitzschaden. Immer wie weiter. Bis in die Unendlichkeit. Noch viel weiter. In den Northern Forest können wir auch machen. In das Scepter of God. Okay. Ja, dann machen wir doch das noch kurz. Northern Forest kommt ja in Akt 7 später wieder. So, ist es das Gebiet oder müssen wir eins hoch oder runter? Es ist das Gebiet, also wir müssen hoch. Da ist drunter. Okay, in die andere Seite. Ah, hier geht's rein. Na, oh. Bin sie irgendwie selber um? Ich habe da keine Reflexion. Vielleicht war ein Ball nicht gerade so zu sehen. Ah, oder er hat erledigt, der Lightning Golem.
So, der Opposite of God. Ja, da müssen wir doch runter. Swarms of Insect müssen wir nie erledigen. Brauchen wir nicht. Das sind einfach diese Käfer, die explodieren. Und die großen Schwarmmütter. Sonst gibt es ja nicht viele Insekten in diesem Spiel. Könnten ja auch mal mehr Insekten auftauchen. So. Also ganz runter scheinbar. Ist das doof. Immer falscher Weg. Also in diesem Gebiet sollte es sein, das ist das Anfangsgebiet. Ja, okay, sehr gut. Ganz in der Ecke versteckt. So. Nochmal seine Türe. Gut, und im nächsten Part machen wir das Labyrinth und vielleicht kommen wir am Nordwald vorbei. So, dann Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Euer Dragon Basler. Tschüss.